Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, hat die Kraft, Leben zu verändern. Ich habe das als junger Mann erlebt, dass Gott aus einem etwas orientierungslosen jungen Mann einen Mann gemacht hat, der auf einmal Sinn gefunden hat in seinem Leben, der Selbstwert geschenkt bekommen hat, der ein Ziel hatte, eine Richtung. Gott hat mein Leben verändert. Aber ich habe es auch im Leben von Freunden erlebt, dass Gott freigemacht hat von Drogen, dass Gott zerrüttete Ehen wieder zusammenbringt und dass Gott auch aus Ängsten und Abhängigkeiten und Depressionen hinaushilft. Das ist die Kraft des Evangeliums, an die Christen glauben. Das ist die gute Botschaft, die wir teilen möchten mit der ganzen Welt. Und das schon seit fast 2000 Jahren. Ich möchte heute mit uns einen Text aus der Bibel lesen, die zeigt, was Gott alles in dieser Welt tun kann und möchte. Und zu Beginn möchte ich einen Text von Paulus lesen, der schreibt im 1. Korinther 4, Vers 20, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Christen machen ja oft viele Worte und ich werde jetzt auch, gut 20, 30 Minuten einige Worte verlieren, aber ich möchte uns nochmal daran erinnern, dass es nicht um die Worte, um die Theorie geht, sondern um die Kraft, um den lebendigen Gott, der dahinter steht. Dass diese Theorien, über die wir reden, dass sie Realität werden können, dass sie Leben verändern und umgestalten. Und um das Ganze zu illustrieren, möchte ich mit uns auf eine Reise gehen. Und zwar auf eine Reise nach Ephesus. Ephesus, die viertgrößte Stadt im römischen Weltreich vor gut 2000 Jahren, nach Rom, Alexandrien und Antiochia, war eine selbstbewusste Stadt mit reichen Bürgern, die alles zu bieten hatte, was in der damaligen Zeit möglich war. Ich habe Ihnen hier ein Foto mitgebracht von der Ausgrabungsstätte aus Ephesus in der heutigen Türkei, wo man noch die Reste des wiederhergestellten Amphitheaters sehen kann, wo gut 15.000 Menschen Platz hatten, um den Spektakeln der damaligen Zeit beiwohnen zu können. Und es zeigt, dass es keine kleine Stadt war, sondern eine große Stadt mit Aquädukten, Theater, Sportveranstaltungen waren dort. Alles, was das Herz sich wünschen konnte, konnte man in Ephesus kaufen oder erleben. Und das große Prunkstück, das war eins der 7 antiken Weltwunder, der Artemis- oder Diana-Tempel in Ephesus. Dort wurde die Fruchtbarkeits- und Göttin der Jagd angebetet. Und Pilger aus dem ganzen damaligen Mittelmeerraum strömten nach Ephesus, um all diese Zeremonien, ich sage es jetzt mal so ein bisschen plakativ, Sex, Drugs und Rock'n'Roll zu erleben, um vielleicht das geistliche oder religiöse Erlebnis des Lebens mitzubekommen. Und die ganze Stadt lebte auch ein Stück weit von diesem Pilgertourismus, der nach Ephesus kam. Silberschmiede verkauften ihre kleinen Artefakte und machten damit gute Kasse. Aber auch die Tempelprostituierten und all die anderen Bediensteten rund um den Kult lebten von dem Geschäft. Man hat bei Ausgrabungen in Ägypten, also weit weg von Ephesus, Textfragmente gefunden, die aus Ephesus stammen, auf denen, man das so sagen möchte, gewisse magische Spruchformeln standen. Man darf sich das ungefähr so vorstellen, dass die Leute damals nach der Pilgerreise noch ein paar Andenken mitnehmen wollten. Und dann haben sie eben diesen kleinen Zauberspruch gehabt, vielleicht in eine kleine Rolle gesteckt und zu Hause unter der Türschwelle eingegraben, damit der böse Geist dieses Haus nicht betreten konnte. Aus christlicher Perspektive könnte man sagen, Ephesus war gewissermaßen die heidnische Hauptstadt. Heidentum und Kult, Prostitution und Götzenverehrung waren dort gang und gäbe. Und in diese heidnische Hauptstadt, da kommt nun Paulus. Paulus, der große Missionar und Prediger des Wortes Gottes. Und wir wollen uns anschauen, was passiert, wenn Paulus quasi auf diesen Kult, auf dieses Heidentum trifft. Und ich lese aus Apostelgeschichte 19 die Verse 8 und 9. Paulus aber ging in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich mit ihnen unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Was passiert? Paulus kommt nach Ephesus und er sucht da einen natürlichen Anknüpfungspunkt. Er geht in die Synagoge, trifft dort seine Landsleute, das jüdische Volk und auch die Gottesfürchtigen, die sich um diese Synagogengemeinschaft scharten. Und er predigt ihnen von Jesus. Er predigt ihnen den Messias, auf den das jüdische Volk schon so lange wartet. Man möchte meinen, wenn Paulus kommt, der große Missionar und der Mann Gottes, dann lassen sich alle
sofort überzeugen, fallen ins Taufwasser, entscheiden sich damit für die Nachfolge Jesu und werden Christen und alles wird gut und anders. Aber so geht die Geschichte nicht. Und die Bibel ist da auch schonungslos ehrlich, denn scheinbar gelingt es Paulus nicht, Mehrheiten in der Synagoge davon zu überzeugen, dass Jesus wirklich der Auserwählte ist, der da kommen soll. Stattdessen wird er vom Hof gejagt. Mit einer kleinen Minderheit muss er an einen anderen Ort gehen, weil die Leute das nicht hören wollen. Diese neue Wahrheit verwirrt sie, erschüttert ihre religiösen Traditionen. Diese Veränderungen können und wollen sie nicht tragen. Und so muss Paulus an einen anderen Ort gehen. Und wo geht er hin? Er geht in die Schule des Tyrannus. Wer ist Tyrannus? Dem Mann zeichnet erstmal ein sehr sympathischer Vorname aus. Vielleicht ist es auch der Spitzname der Schüler an ihren Lehrer. Wir wissen es nicht genau. Tyrannus scheint ein griechischer Philosoph, ein Universalgelehrter zu sein, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, die reichen Jünglinge, Mädels wurden damals von Bildung ausgeschlossen, die reichen Jünglinge der Stadt zu unterrichten. In Rhetorik, Arithmetik und all den anderen Weisheiten der damaligen Zeit. Damit verdient er sein Geld. Und es ist ja nicht das Schulsystem, wie wir es heute kennen, viele Lehrer, große Schulgebäude, sondern nein, wahrscheinlich ein Privatlehrer, eine kleine Säulenhalle, in der er unterrichtet, morgens, wenn es noch kühl ist, Siesta, wie bei allen Mittelmeervölkern, und nachmittags, solange noch hell ist, unterrichtet er ein zweites Mal, bevor er sich dann abends seinen wohlverdienten Feierabend gönnt. Wir lesen nicht, dass Tyrannus seinen Schulbetrieb aufgibt, aber wir lesen, dass Paulus täglich dort lehrt. Na, welche Zeiten bleiben ihm, der ja selber auch berufstätig ist als Zeltmacher? Paulus selber berichtet es in anderen Briefen in der Bibel, dass er als Zeltmacher hart arbeitet. Sehr wahrscheinlich morgens, wie alle anderen, geht er zur Arbeit und ja, vielleicht nutzt er seine Mittagspause, um das Evangelium unter die Leute zu bringen. Dann, nachdem er wieder gearbeitet hat am Nachmittag, nutzt er vielleicht noch die letzten Minuten, letzten Stunden, bevor die Sonne komplett untergeht, um wieder in dieser Schule den Menschen, die offen und interessiert sind, von Jesus Christus zu erzählen. Und wir merken, Paulus, der große Missionar, er predigt nicht nur ein bisschen mit zwei, drei schlauen, gelehrten Worten, überzeugt er die Massen, sondern nein, er investiert brutal harte Arbeit in dem Versuch, Ephesus die gute Botschaft, das Evangelium zu bringen. Er verzichtet 2 Jahre lang, wir lesen nachher, dass er 2 Jahre dort diese Arbeit tut, 2 Jahre lang auf seine Mittagspause und seinen Feierabend verzichtet, um diese Sache mit Jesus bekannt zu machen. Und da merken wir, auch damals war es nicht anders als heute. Es scheint so, als ob die Menschen damals so viel offener und bereiter gewesen wären, mit Jesus Christus unterwegs zu sein. Aber auch damals hatten viele Leute Fragen, waren skeptisch. Und besonders die philosophisch gebildeten Menschen in der griechischen Antike, die haben da so einige Fragezeichen gehabt, wenn sie über diesen menschgewordenen Gott gehört haben, Jesus Christus. Aber Paulus lässt sich davon nicht beirren und er predigt das Wort. Und er gibt alles, was er hat. Und diese Investition trägt tatsächlich Früchte. Wir lesen weiter. Dies aber geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Eine interessante Geschichte. Paulus predigt, aber er predigt nicht nur, sondern die Kraft Gottes wird durch ihn sichtbar. Menschen werden heil. Seelisch befreit sie diese gute Botschaft, aber auch körperlich werden sie von ihren Krankheiten geheilt, denn dieser große Gott offenbart sich auf wundersame Art und Weise im Wirken des Paulus. Und dieses Phänomen, diese Begeisterung, die da entsteht, die nimmt schon fast schon absurde Züge an. Die Leute kommen von überall her, sie hören von diesem Paulus und sie klauen seine Unterhosen und Unterhemden, wenn ich das mal so übertragen darf, und gehen mit diesen wohlgemerkt benutzten Kleidungsstücken zu kranken Verwandten oder Freunden und machen sie damit gesund. Ich frage mich, was ist da los? Für mich so als Christ, als Pastor, als Theologen, da stellen sich mir alle Nackenhaare auf, denn wie kann es sein, dass man quasi mit Reliquien, mit heiligen Gegenständen Menschen gesund macht? Das ist nicht das Christentum, das ist absolutes Heidentum. Magisch-instrumentelles Denken als Weg zur Erlösung. Biblisch scheint es nicht zu sein. Und so ergeben sich für mich große Fragezeichen. Was ist denn da los? Wieso schreibt Lukas das auf? Aber für mich gibt es eigentlich nur eine stimmige Erklärung. Wir erleben in diesen Zeilen der Bibel einen Gott,
der so viel größer ist, als ich mit meinen theologischen Richtigkeiten denken kann. Ein Gott, der sich den Menschen, die wirklich Not haben, zuwendet. Der sich ihrem heidnisch-instrumentellen Denken annimmt und sie da abholt, wo sie stehen. Denn sie haben es nie anders gehört, nie anders beigebracht bekommen. Denn das Heidentum lebt von heiligen Orten, heiligen Gegenständen, heiligen Priestern und einer klerikalen Oberschicht, die das Ganze eben mediiert. Und so kennen sie es und so leben sie es und so übertragen sie es auch auf diesen neuen Glauben auf Jesus Christus. Und sie begreifen nicht, dass es dabei um einen Gott geht, der eine Beziehung möchte und nicht mit Liturgien oder heiligen Handlungen besänftigt oder beschwichtigt werden möchte. Und doch holt Gott sie da ab, wo sie sind. Er lässt es zu, er belohnt ihren heidnischen Glauben. Und ja, die Kleidungsstücke des Paulus können quasi Wunder bewirken. Aber Gott sei Dank, die Geschichte endet da nicht. Und die Pädagogik Gottes mit diesen heidnischen Menschen, die kommt noch zu einem weiteren Höhepunkt, über den wir später noch sprechen werden. Aber zunächst bleibt festzuhalten, dieser Gott ist so groß, dass er Menschen, die so ein verqueres Weltbild aus biblischer Perspektive haben, annimmt, ihnen entgegenkommt, sich auf sie einlässt und ihnen hilft. Und sie dürfen mit diesem Gott in ihrem beschränkten Wissen Erfahrungen und Wunder erleben. Aber, wie ich es bereits erwähnt habe, die Geschichte geht weiter. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohepriesters Skevas, die dies taten. Der neue Zauberspruch, die neue Magie, spricht sich schnell herum. Nicht nur die Bevölkerung in Ephesus und Umland hört von diesem Jesus und erlebt Wunder mit ihm. Nein, es gibt da auch diese Dämonenaustreiber, diese Beschwörer, die das Gefühl haben, dass hier eine Marktnische entstanden ist. Und scheinbar kann dieser Name Jesus wunderbare Dinge tun. Und deshalb versuchen sie, die kommerziell Dämonen austreiben, mit diesem neuen Zauberspruch Kasse zu machen. Und sie versuchen es. Bei ihrem nächsten Auftrag, sie gehen zu einem dämonenbesessenen Mann, da versuchen sie diese neue Zauberformel und sagen, bei dem Namen Jesus, husch, husch, geh weg. Interessant ist, was passiert? Wohingegen bei den armen Heiden, die in ihrem begrenzten Wissen Wunder geschehen, da setzt Gott bei diesen kommerziellen Dämonenaustreibern eine Grenze. Denn der böse Geist, den sie mit dem Namen Jesu austreiben wollen, antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Eine fast schon komische Geschichte. Die Dämonenaustreiber, Profis in ihrem Geschäft, sie versuchen es mit dem Namen Jesus und der böse Geist sagt doch tatsächlich so etwas wie, ja, Jesus kenne ich. Wenn der hier wäre, dann müsste ich ganz schnell abhauen. Von Paulus, da habe ich gehört. Und Jesus scheint ein guter Freund von diesem Paulus zu sein und er steht immer direkt hinter ihm. Wenn der hier wäre, müsste ich wahrscheinlich gehen. Aber ihr, wer seid eigentlich ihr? Mit Jesus habt ihr nichts zu tun. Und dieser Mensch, in dem der böse Geist war, verprügelt die Leute, sodass sie nackt und verwundet aus dem Haus von dannen gehen müssen. Mit eingekniffenem Schwanz hauen sie ab und erleben diese fürchterliche Niederlage. Und es wird bekannt, alle in der Stadt hören davon. Und jetzt setzt wahrscheinlich ein Moment der Erkenntnis ein. Denn auf einmal begreifen die Menschen, dass dieser Jesus kein neuer Zauberspruch ist, keine neue Magie, sondern dass dieser Jesus ein Gott ist, der seinen Namen nicht missbrauchen lässt. Gott setzt eine Grenze. Er geht auf Menschen, die es nicht besser wissen, ein, aber er lässt nicht mit sich spielen. Und er zeigt uns ganz deutlich, dass es nicht darum geht, ihn als eine neue magische Formel zu verwenden, sondern dass die Beziehung mit ihm, die aufrichtige Freundschaft mit ihm, das entscheidende Kriterium ist, ob sich Leben verändern oder nicht. Paulus ist mit Jesus eng befreundet. Und nicht Paulus hat eine Macht oder wäre eine magische Person, sondern dieser große Gott, der hinter Paulus steht, hat die Macht, die er ihm manchmal, auch nicht immer, zur Verfügung stellt.
Gott ist kein Gott, der auf Knopfdruck funktioniert. Gott ist kein Wunschautomat, wo wir ein Gebet oder eine Formel oder einen Gottesdienst oder eine Spende reinstecken und dann kommt da irgendwas bei raus, sondern nein, dieser große Gott will eine Freundschaft mit Ihnen und mit mir. Und diese Freundschaft kann alles verändern. Der Gott, an den wir glauben, ist kein heidnischer Gott, den man irgendwie besänftigen oder beschwichtigen müsste, sondern dieser Gott ist ein Gott, der mit mir in Beziehung treten möchte, in Kommunikation, in eine Freundschaft. Und diese Freundschaft verändert alles. Und das begreift nun auch die Bevölkerung in Ephesus. Und sie bekommen Furcht vor dem Namen von Jesus. Sie merken, mit diesem Jesus kann man nicht rumspielen, sondern sie beten ihn an. Und sie reagieren. Viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich als kräftig. Ein interessantes Detail, es geht um die Menschen, die bereits gläubig geworden sind. Die stellen fest, oh Mann, ja, wir haben an diesen Jesus als neues geistliches Phänomen irgendwie geglaubt und es war so überzeugend, was Paulus gesagt hat, aber irgendwie hatten sie dieses ganze Zauberzeug vom Artemis-Kult und von all den anderen heidnischen Gebräuchen, die sie so gepflegt haben, noch im Wohnzimmerschrank stehen. Und sie stellen fest, nein, beides geht nicht. Entweder Jesus oder nicht. Nicht Jesus und. Das funktioniert so nicht, denn er ist auch ein eifersüchtiger Gott, der eine ganz besondere, exklusive Beziehung mit uns Menschen führen möchte. Und sie reagieren, sie holen das ganze Zauberzeug, die ganzen Artefakte, das ganze magische Zeug, was in Ephesus gang und gäbe war, aus den Schränken und sie verbrennen es, auf dem Marktplatz vor allem. Na das ist ein Feuerwerk, was nicht verborgen bleibt. Das bekommt die ganze Stadt mit. Schon die Story mit den Dämonenaustreibern war Stadtgespräch, aber das, was wir jetzt erleben, das ist auf den Zeitungen ganz vorne. Das wird im Fernsehen, im Lokalteil gesendet. Alle bekommen mit, was da passiert. Und um sich die Dimensionen ein bisschen klarer zu machen, möchte ich gerne mal mit Ihnen rechnen, was denn 50.000 Silberdrachmen in der heutigen Zeit vielleicht in Euro wert wären. Wir kennen die biblischen Geschichten von Jesus, der erzählt von den Tagelöhnern, die einen Denar, ein Silberstück am Tag verdienen und mit diesem Lohn sehr zufrieden sind. Da kann man sagen, dass ein einfacher Tagelöhner, ein einfacher Arbeiter abzüglich Feiertage und vielleicht noch die Sabbate, ja, so 300 bis 350 Silberstücke im Jahr verdient. Der Jahreslohn eines einfachen Arbeiters liegt so bei 300 bis 350 Silberstücken. Wir reden aber hier von 50.000 Silberstücken. Das ist das Vielfache des Jahreslohns eines einfachen Arbeiters. Wenn man das jetzt mal in den Taschenrechner eingibt und ein bisschen rummultipliziert und versucht, so eine Größe von heute zu finden, dann kommen wir auf einen Wert von 3 bis 5 Millionen Euro. Mindestens. Das heißt, die gläubig gewordenen verbrennen Sachwerte im Wert von 3 bis 5 Millionen Euro. Ich habe es gerade gesagt, das ist ein Feuerwerk, was man nicht übersieht. Wenn Sachwerte im Wert von 5 Millionen Euro verbrannt werden, dann hat das sogar eine wirtschaftliche Dimension, die Stadt erschüttert. Besonders die Stadt Ephesus, die von all diesen heidnischen Dingen lebt. Das bekommen jetzt alle mit. Und es bedeutet eine gravierende Veränderung. Wir lesen am Ende dieses Absatzes, der Name des Herrn wurde hoch erhoben. Es tut sich was in Ephesus. Die ehemals heidnische Hauptstadt ändert ihr Gesicht. Die Menschen, die treu zu Artemis oder Diana, je nachdem, ob griechisch oder römisch man die Gottheit bezeichnen möchte, diese Stadt, die erschüttert sich und Menschen fangen an, diesem Jesus nachzufolgen. Wirtschaftlich tut sich einiges in der Stadt. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, und das können wir jetzt aufgrund der Zeit nicht mehr in Gänze tun, aber ich möchte es kurz nochmal beschreiben, dann merken wir, dass da ganz große Umwälzungen geschehen. Denn das nächste, was wir lesen, ist, dass da ein Demetrius ist, ein Silberschmied, der feststellt, oh, meine wirtschaftliche Grundlage, die fängt an zu bröckeln. Ich kann mein Geschäft nicht mehr so weiter aufrechterhalten, denn die Leute, die kommen nicht mehr zu Artemis und feiern da ihre Partys und kaufen danach ein Tempelchen. Nein, die gehen zu diesem Jesus. Und da gibt es keine Bilder und kein Kommerz und kein Geld, sondern die feiern diesen Jesus, sie beten ihn an und sie ignorieren unsere alten Gottheiten. Unser Demetrius, der stachelt seine Kollegen aus der Silberschmiedezunft an und sie stellen fest, wir müssen das Problem lösen, weil wir haben große wirtschaftliche Probleme.
Und sie machen den Schuldigen aus. Das ist Paulus. Paulus, der für Verwirrung sorgt und Unruhe stiftet. Und sie wollen gerne diesen Paulus und seine von ihm gegründete Jesus-Bewegung aus der Welt schaffen. Und sie machen einen Aufstand. Sie rennen mit Megafonen durch die Straßen. Und wenn man das Ganze dann weiterliest, da entsteht ein Riesentumult in Ephesus. Fast schon bürgerkriegsartige Zustände. Die Menschen rennen, schreien durch die Stadt. Keiner weiß genau wieso. Aber irgendwie stacheln sie sich alle auf. Es gibt da noch der Versuch, politisch davon irgendwie Kapital zu schlagen. Das schlägt alles fehl. Am Ende endet diese Riesenmenschenmenge in dem Amphitheater, das ich Ihnen eingangs gezeigt habe. Tausende von Menschen bevölkern die Ränge. Und alle schreien wild durcheinander und sie haben das Gefühl, dass irgendwas ganz Großes im Gange ist. Und keiner kann diese Massen beruhigen, bis schließlich der höchste politische Stadtbeamte unten ans Mikro tritt. Und Sie kennen das Gesicht von den Wahlplakaten. Und als der versucht, die Menschenmenge zu beruhigen, tatsächlich, da tritt Ruhe ein. Und dieser Mann sagt ungefähr Folgendes: Liebe Bürger von Ephesus, ich bitte euch, ja, ich flehe euch an, kommt mal alle runter. Es ist nichts passiert. Seid ruhig. Denn wenn ihr weiter so schreit und so einen Aufstand macht, dann hören die Beamten vom römischen Kaiser davon. Und der denkt, ihr macht ja einen Aufstand, einen Bürgerkrieg, ihr zettelt hier sonst was an. Und der Kaiser, der macht bei sowas kurz einen Prozess, der schickt die beiden Legionen, die hier rechts und links stationiert sind, und die kommen und werden die Stadt der Stadt dem Erdboden gleich machen. Dann bleibt nichts mehr von uns übrig. Bitte, geht alle nach Hause, seid still, es ist nichts geschehen. Und tatsächlich, erst nach diesem mahnenden Aufruf, da löst sich die Menge auf und alle gehen wieder ihrem normalen Alltag nach. Ich finde es bemerkenswert. Da ist Paulus. Der kommt in diese Stadt, wo wahrscheinlich kein einziger Christ vor ihm war. Der kommt in diese Stadt und 2,5 Jahre später ist die Stadt völlig auf den Kopf gestellt. Die Religiosität der Stadt hat sich verändert, von Grund auf. Die Tempelprostituierten werden arbeitslos, weil keiner mehr hingeht. Die müssen sich einen anständigen Job suchen. Die Drogendealer an der Ecke zum Tempel, die werden arbeitslos und müssen einen anständigen Job suchen, weil keiner mehr die Party braucht an der Stelle. Und nicht nur die Religiosität verändert sich, auch die Wirtschaft, ich habe es gerade angedeutet, verändert sich. Ganze Arbeitsplätze müssen sich irgendwie verändern, Menschen müssen ordentlichen Jobs nachgehen. Es passiert etwas in der Stadt. Bis hin, dass sich die höchste Politik einschalten muss, um die Situation wieder zu beruhigen und in den Griff zu bekommen. Ich finde es faszinierend, dass das Evangelium eine Kraft hat, die eine ganze Stadt verändern kann, eine ganze Region, ja sogar ein ganzes Land oder eine ganze Nation auf den Kopf stellt. Das ist die Geschichte von Paulus damals. Und wir lesen, das steht jetzt nicht mehr in der Bibel, aber wenn man kirchenhistorischen Dokumenten glauben darf, dann entwickelt sich Ephesus sogar, nachdem Jerusalem 70 nach Christus von den Römern geschliffen und zerstört wurde, zum Headquarters, zum Hauptquartier der christlichen Kirche. Wenn man den Aufzeichnungen glauben darf, ist dann Johannes, der ja sich auch um die Mutter von Jesus gekümmert hat, nach Ephesus gezogen, hat sie dort beerdigt und er selber wurde auch dort, nachdem er von Patmos aus der Verbannung wiederkam, auch in der Nähe von Ephesus beerdigt. Und in Ephesus war wahrscheinlich das Hauptquartier der christlichen Kirche, die sich über das ganze Mittelmeerraum in 1-2 Generationen ausgebreitet hat. So wird aus einer heidnischen Hauptstadt innerhalb von einigen Jahren die sozusagen christliche Hauptstadt, die für einen Wahnsinnseinfluss, einen positiven Einfluss im ganzen Römischen Reich sorgt. Das begeistert mich, dass das die Kraft Gottes ist, die durch Menschen und in Menschen wirkt, dass sich Dinge grundlegend verändern. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der gleiche Gott, der damals Wunder getan hat, sie auch heute noch tun kann. Dieser Gott kann Leben verändern. Und dabei geht es nicht nur darum, dass ich ein besseres, glücklicheres, erfolgreicheres Leben lebe, wo mir fortan keine Probleme mehr entstehen, sondern wenn ich mit diesem Jesus lebe, dann habe ich den Auftrag, so wie Paulus, die Welt um mich herum ein Stückchen besser zu machen. Und so Gott will, wird er mit mir und mit den Menschen, mit denen ich mich gemeinsam auf den Weg mache, denn Christsein ist keine einsame Religion, wir brauchen einander, dann wird Gott in diesen christlichen Gemeinden einen Unterschied machen. Menschen werden positiv davon berührt, werden Heil und Heilung erleben, werden Wunder erleben, dass Leben sich radikal verändern und verbessern. Und dieser Einfluss wird letztlich, wenn wir mit Gott gehen, ganze Regionen und Landschaften durchdringen und dort Reich Gottes wahr werden lassen. Mich begeistert diese
Erzählung aus der Apostelgeschichte. Ich bin fasziniert davon, was Gott möglich machen kann. Und ich möchte zum Abschluss eine kurze Erfahrung erzählen, wo ich erlebt habe, dass Gott das auch heute noch tun kann. Ich war vor einigen Jahren Pastor in einer Gemeinde, wo wir auch versucht haben, in einer Region, wo keine Ortsgemeinde entstand, eine Gemeinde aufzubauen. Und das haben wir getan mit einem Haufen junger Menschen, die so ein Stück weit idealistisch und verrückt unterwegs waren und versucht haben, einen positiven Einfluss in der Region, in der Stadt zu hinterlassen. Und bei dem Bemühen, da haben wir festgestellt, so einfach ist es nicht. Viele Menschen wollen mit diesem Jesus und dem Glauben an Christus nicht so viel zu tun haben. Und wir waren teilweise auch ganz schön frustriert und auch immer mal wieder enttäuscht, aber doch, wir durften erleben, dass dieser große Gott sich nicht unbemerkt lässt und sich offenbart. Denn es kamen Leute. Und es kamen auch einige Menschen, die sehr viel Zerbruch und Schwieriges in ihrer Vergangenheit erlebt haben und das mitgebracht haben. Und ich erinnere mich an diese junge Frau, die tiefschwarz gekleidet, so im Gothic-Stil, dann einfach mal aufgetaucht ist. Man konnte sehen, dass sie es nicht so einfach hatte. Und man hat auch noch die Ritze an ihrem Arm gesehen, Borderline-Syndrom, hat sich selbst geschnitten, um noch was zu spüren, dass es ihr nicht so gut ging. Aber die Gemeinschaft, das Miteinander hat ihr gut getan. Wir haben gemerkt, dass sie aufgetaut ist und sich wohlgefühlt hat in dieser Gruppe von jungen christlichen Menschen, die versucht haben, nicht zu mobben, sondern lieb zu haben, bedingungslos anzunehmen und sich zu kümmern und die Liebe Jesu Realität werden zu lassen. Wir haben gemerkt, dass es dieser jungen Frau gut getan hat, Teil von dieser Gemeinschaft zu sein. Und sie hat sich verändert, positiv verändert. Und es war schön mit anzusehen, dass man das quasi schon optisch, als sie das erste Mal ein farbiges Kleidungsstück anhatte, waren wir alle ganz überrascht, dass da Farbe in ihr Leben kam. Denn sie hat Jesus zugelassen. Sie hat sich erinnert an ihre christlichen Wurzeln, an ihre Kindheit im christlichen Elternhaus und hat diesen Jesus für sich wiederentdeckt. Und bei unseren Gottesdiensten hat sie teilweise auch schon mitgesungen vorne, hatte eine wunderschöne Stimme und hat Gott gelobt für das, was in ihrem Leben passiert ist. Und sie kam an einen Punkt, wo sie festgestellt hat, dass sie sich ihrer Vergangenheit stellen muss. Denn ich habe es angedeutet, da gab es so einiges Schlimmes, Gewalt, Missbrauch, traumatische Erfahrungen, die sie aufarbeiten wollte und aufarbeiten musste. Und wir haben ihr Mut gemacht. Und sie ist zu einem Therapeuten gegangen und die haben da verschiedene Gespräche gehabt. Und sie sollte eine stationäre Therapie antreten über mehrere Wochen, wo man sich ihrer Sache annehmen wollte und das Ganze auch inhaltlich aufarbeiten wollte. Aber Deutschland ist ein Land, in dem es tatsächlich bei allem Reichtum auch viele Probleme gibt. Es war über ein halbes Jahr Wartezeit, bis sie diese stationäre Therapie antreten durfte. Und in dieser Zeit ist wieder sehr viel passiert. Es ist gerade beschrieben, sie hat gute Entscheidungen getroffen, die ihr Leben verändert und verbessert haben. Sie ist glücklicher geworden, viel stabiler im Herzen und viel positiver in ihrem Leben. Und in diesem halben Jahr ist eine Lebensveränderung ereignet, die letztlich dann zu einem Gespräch mit dem Therapeuten geführt haben, diesem Abschlussgespräch, bevor sie die Therapie antreten sollte. Und sie hat davon erzählt. Sie hat in einem Gottesdienst dann nicht schweigen können. Sie hat gesagt, Leute, ich muss euch was sagen. Und ist nach vorne gegangen und hat der ganzen Gemeinde mich eingeschlossen. Hat sie erzählt, dass dieses Gespräch mit dem Therapeuten extrem positiv gelaufen ist. Und dieser Mann, der sie eine ganze Zeit nicht gesehen hatte, gesagt hat, schauen Sie mal, vor einem halben Jahr, da waren Sie ein ganz anderer Mensch. Ich erkenne Sie kaum wieder. Und ich merke, Sie sind stabil geworden. Ich habe das Gefühl, dass das, was die Therapie Ihnen gebracht hätte, dass das jetzt gar nicht mehr nötig ist. Dass Sie stabil sind aus meiner Sicht und dass ich Sie eigentlich gar nicht mehr dahin schicken brauche. Und diese junge Frau hat sich vor die Gemeinde gestellt und hat gesagt, ihr Lieben, Gott und diese Gemeinde haben mein Leben wieder stabil gemacht. Gott und diese Gemeinde haben mein Leben wieder stabil gemacht. Und natürlich will ich damit nicht sagen, dass Therapien unnötig sind. Und an manchen Stellen sind sie definitiv nötig. Und da mache ich jedem Mut, der diesen Schritt gehen soll. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass Gott die Kraft hat, die über jede Therapie hinausreicht. Gott kann Seelen heilen und Menschen gesund machen, die wirklich verletzt sind und Schwierigkeiten haben. Gott kann zerbrochene Leben wieder zusammensetzen zu einem wunderschönen Mosaik. Und Gott kann auch Ihnen helfen in der Situation, in der Sie gerade stehen. Ich hoffe, Sie sind glücklich und alles ist wunderbar. Aber wenn auch Sie manchmal in Situationen sind, wo Sie nicht weiter wissen, wo Sie Leid, Angst, Schmerz, Depression und Abhängigkeit erleben, dann mache ich Ihnen Mut, mit diesem Jesus Kontakt zu suchen. Nicht im Sinne einer Magie, eines neuen Zauberspruches, eines Zauberstabs, den man mal schwingt im Namen Jesu.
das ist nicht das Anliegen von Gott, auch wenn er sich da auch manchmal drauf einlässt. Sondern in dem Sinne, dass sie diese gute Nachricht, dass Gott ihr Freund sein möchte, beherzigen. Dass sie diese Freundschaft suchen, das Gespräch und die Beziehung suchen und erleben, dass er sie frei macht, dass er sie verändert. Dass er ihnen die Kraft schenkt, die Schritte zu tun, die nötig sind, damit sich die Lebenssituation ja, in andere Bahnen bewegt. Ich habe das selbst in meinem Leben, ich habe es eingangs gesagt, erlebt, dass Gott mein Leben verändert hat und mir geholfen hat, Abhängigkeiten loszuwerden, Selbstwertprobleme zu überwinden und Beziehungsprobleme in den Griff zu bekommen, die ich alleine nicht hinbekommen hätte. Aber Gott kann und er will das für Sie und mich tun. Das wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Sie die Kraft des Evangeliums in Ihrem Leben erfahren. Amen. Ich möchte gerne zum Ende dieser Predigt noch mit Ihnen beten. Vater im Himmel, großer Gott, danke, dass du ein Gott bist, der sich erfahrbar macht, der sich offenbart, den man erleben kann. Nicht nur damals vor 2000 Jahren, sondern auch heute noch. Ich danke dir für die Erfahrung, die ich machen durfte mit dir und auch mit der Gemeinde, in der ich war. Ich danke dir, dass du Menschen frei machst von Problemen und Sorgen und Nöten. Und ich möchte dich bitten, jetzt ganz besonders auch für jeden, der zuschaut, für jeden, der zuhört, dass er sich auf dich einlässt, Gott. Dass er die Beziehung mit dir sucht, Jesus, und erlebt, dass diese Beziehung heil macht, verändert, rettet und befreit. Und dass diese gute Nachricht eine Nachricht ist, ja, die sich nicht nur in meinem Leben, in unserem Leben bewahrheitet, sondern die ich gerne teilen möchte mit anderen, damit auch sie Hoffnung und Freiheit und Errettung erleben dürfen. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.